Hi guys, I'm talking about today about change and especially change in my life and in my, of course, especially in my creative life, not my private life. I'm not talking about private stuff here anyway, but you know, recently there was a lot of change in my, in the way I'm working, in the way I keep my stuff. You know, I told you before and I showed you that I decluttered my studio quite a lot. It was completely full of, let's call it shite. At the end of the day, it is. You know, hoarding all that things and buying everything what you see on YouTube, the latest craze, you know. At some stage I was so fed up with everything and that it took such a big space in my life, and it took over my life actually. So that I decided, it wasn't a decision, it was something, it happened step by step actually. And then at some point I realized that I have to free myself from all that consuming and all this want, and buying. And and I had a really huge clear out, I showed you that in one video. And since then, I'm not looking back actually, no regrets. It was the best thing I've ever done actually since years. And changed my, the way I create, the way as an artist changed over the 10, 15 years anyway. Every artist develops. And you know, when I look back in the 90s, starting with very, very traditional card making, and in the 2010s, 2009 I think it was, when I started to get so bored and fed up with that, that I started to go more into mixed media and work more with paint and still card making, but in a completely different way. And then that changed again and again and again, and now I'm in a stage of my artistic life that I don't need all this papers and designer papers and all this stamps and all that. It bored me anyway, because I never had the right thing. And at the end I always started drawing what I really needed. So I'm really far away from card making, for example, what I started with. And so I don't really need a lot of things. Basic paints, experimenting more with my watercolors. And not a specialist, not that I would call myself a watercolorist or watercolor artist or something. That's not the point, and it doesn't matter. It matters what I'm feeling comfortable with and what I can make art with I'm comfortable with. So experimenting more and more with watercolor paint and with drawing. And if it's good or bad, other people have to judge that, and I don't mind actually. But it means I need less and less things, because it's really basic what you need. You know, a pen, pencil, eraser, yeah, you know what it needs. But not 10% of that what I have and still have after my huge declutter, you know.
Yeah, so what made me even more rethink and overthink stuff was my last holiday, what I took with me, the bag I packed for my holidays, my art bag, you know. But yeah. Hallo ihr Lieben, heute werde ich mal ein bisschen über mich und meine Entwicklung erzählen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht mal ganz interessant, vielleicht für andere, ich weiß es nicht, aber das ist sowas, was ich für mich, ja, ich habe bemerkt, das war so ein schleichender Prozess erst, aber dann irgendwann war mir ganz klar, dass das, was ich mache oder gemacht habe, eigentlich gar nicht mehr das ist, was ich bin. Als ich damals wieder angefangen habe mit Cardmaking, Karten machen, 15 Jahre, vor 15 Jahren ungefähr. Ich habe in den 90ern angefangen, habe dann ja lange Pause gemacht und habe dann so 2007, glaube ich, war das. Ja, um 2007, 2008 habe ich wieder angefangen mit meinen alten Materialien, die ich so immer mitgeschleppt habe. Das war auch nicht viel, 2 Kisten oder so. Und das war so ganz klassisches Cardmaking, wie man das so macht. So Designerpapier und so Layer für Layer und Schicht für Schicht und hier noch was draufgeklebt und da noch so ein Doily und da Zeugs halt. Und irgendwann in 2009 hatte ich ja so eine ganz, ganz lange Phase, in der ich zu Hause war durch meine Operationen und sowas. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das war es nicht oder das hat mich nicht mehr befriedigt. Und habe dann angefangen, mehr und mehr mit Farbe mich zu beschäftigen und ja, mehr raus auf den Peel-Off-Stick-On-Karten machen, mehr hin zu Gestalt, selber gestalten. Und habe dann auch gemerkt, dass mich das wesentlich mehr befriedigt und habe dann auch angefangen zu malen auf Leinwand, auch auf allen möglichen, habe Art-Journaling angefangen, was ein wirklich wichtiger Prozess für mich war. Und ich denke mal, das war auch einer der Dinge, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Einfach das Ausprobieren, weil Art Journaling ist ja nichts anderes als dein Tagebuchbuch als Künstler, das du führst, nur mit den Medien, mit denen du dann arbeitest. Und da findest du ganz schnell raus, wie arbeite ich damit, wie funktioniert das. Du probierst dich aus und ja, das hat mich eigentlich jetzt dahin geführt, wo ich bin. Ich meine, ich habe das gemacht, was viele machen. Ich will nicht sagen alle, aber viele. Doch in 15 Jahren so viel Scheiß angesammelt. Weil, ne, kauf dies, kauf das. Und hier, der hat wieder was Neues. Und da gibt es wieder, oh, das muss ich haben. Oh, und der letzte Scheiß. Und oh, das muss ich haben. Und irgendwann ist mir das aber. Das war mir dann, das ist mir so zum Hals rausgekommen. Das war auch wieder so ein schleichender Prozess, aber dann irgendwann, bam, war mir klar, ich überschütte mich hier mit Konsum und mit Zeug, das ich überhaupt nicht brauche. Weißt du, wenn du dann nach einer Zeit schon mal so ein bisschen aufräumst und bemerkst, ups, da habe ich Zeug, das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das habe, dann wird es Zeit, dann läuft was schief. Und genauso ging es hier auch. Und habe dann ja wirklich ganz rigoros mein Studio ausgeräumt und alles, was ich mindestens ein Jahr nicht mehr benutzt habe, habe ich rausgeschmissen. Und es war eine Menge, es war wirklich eine Menge. Und ich muss sagen, zurückblickend tut immer noch nicht weh und ich vermisse es immer noch nicht. Also nichts davon vermisse ich. Und ich habe immer noch zu viel. Und ja, das bringt mich eigentlich zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe mich ja in der Art, wie ich kreiere, extrem verändert, weil auch mit den ganzen Stempel und was ich alles habe, was mich damit umgeben habe, letztendlich hatte ich nie das Richtige. Das ist ja immer das Problem. Und das hat mich dann dazu gebracht, es selber zu machen, selber zu zeichnen. Und ob ich jetzt gut oder schlecht bin, sei dahingestellt, ich mache es einfach. Mir gefällt es und das ist das Wichtigste. Und den Leuten, für die ich die Karten mache, auch.
Und jetzt nicht, die ich beschenke damit, sondern die Leute, die bei mir Karten bestellen, denen gefällt. Also sonst würden sie es ja nicht machen. Aber, wie gesagt, dafür braucht man nicht viel. Und es ist jetzt so, dass ich meine Karten völlig frei gestalte, ohne irgendwelche, natürlich Hilfsmittel, Farbe, eine Base, ich brauche ein Aquarellpapier, solche Sachen. Aber eben möglichst, oder was möglichst, ist ja nicht so, dass ich das vermeiden möchte. Ich brauche es einfach nicht mehr. Ich greife nicht danach. Und dann auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich habe ja auch noch Leinwände gemacht, male mit Acrylics. Klar, das macht mir Spaß. Problem ist halt nur, das bringt mich nirgendwo hin. Das füllt mein Haus mit Bildern ab, die paar Bilder, die ich mal verkaufe. Ich werde kein großer Artist, kein großer Künstler mehr werden in diesem Leben und Sachen verkaufen. Da bin ich realistisch. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, die Sachen, die ich habe, eben, wenn ich den Urge, also das Verlangen habe, eine Leinwand zu benutzen, dass ich einfach eine alte nehme und da wieder drüber gehe und was Neues mache. Ja, im Prinzip meine eigenen Sachen recycle. Weil, du siehst sie dir ja auch satt nach einer Zeit. Die hängen hier an den Wänden und ja, und es macht mir nichts. Es ist absolut in Ordnung. Aber, wie gesagt, dafür braucht es nicht viel. Und größtenteils ist es für mich jetzt so, dass ich meistens mein Leben dokumentiere. In weiterhin schönen Art-Journaling, Journaling-Seiten. Und dafür braucht es wirklich nicht viel. Ich bin ja, als ich jetzt meinen letzten Sommerurlaub Ende August hatte, ich ja eine Tasche gepackt. Und zwar diese. Und da war im Prinzip alles drin, was ich gebraucht habe. Es war ganz erstaunlich, dass ich dann irgendwann gedacht habe, Mensch, mehr braucht es nicht, mehr Platz brauchst du gar nicht. Das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen geschockt, weil wenn ich so um mich umschaue, es ist ja noch extrem viel da. Obwohl ich dazu sagen muss, natürlich benutze ich auch von dem Zeug, das ich jetzt nicht in der Tasche hatte, noch einiges hin und wieder. Aber trotzdem, das braucht gar nicht viel Platz. Und ja, das hat mich schon, das war nochmal so, hat mir nochmal so die Augen geöffnet. You know, when I, my last summer holiday in August in the Netherlands, you know, I packed a bag and you saw the pictures of that bag. It is a really big one and it holds a lot of stuff. And that was all I needed. And I didn't even use everything in there. But that was such an eye-opener that everything in there satisfied my urge to art, you know. And then I thought, can it be so easy? Can I really go and size down that much? And of course I have stuff around that wasn't in my bag, like some of my acrylic inks, yeah, I use them, of course. But even that won't use that much space up. Because I have, when I'm looking at it now, I have so many acrylic inks from different companies, same color. It was, you know, when you say, oh, they have the same color, let's have a look if they behave the same, la 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 la. Yeah, das Ding, you know, das mit den Acrylic Ink, habe ich gerade gesagt, das könnte man auch reduzieren, weil ich habe so viele Acrylic Inks von verschiedenen Firmen, gleiche Farbe. Das habe ich gemacht, einfach zu gucken, oh, die haben auch Acrylic Inks, lass mal gucken, wie die sich verhalten, und das ist nicht nötig. Zum Beispiel, da könnte ich auch im Prinzip extrem reduzieren. You know, and so on. That's something I'm looking so differently at my stuff now. In a really different way. In a complete different light. So,
and documenting my life in art journaling. That's what I mainly do, and work on this little art journal or journal pages. You can sit down for 5 or 10 minutes and work on something, and this urge of art, making art, has gone and is satisfied, not has gone, is satisfied. And that's what is absolutely fantastic, I think. So, and ich habe jetzt hier mein Art Journaling oder meine Journalseiten über mein Leben im Prinzip oder über das, was ich denke, was ich gerade so im Kopf habe, was ich kann mich hinsetzen, mal für 5 Minuten, 10 Minuten, was auch immer, auch mal eine Viertelstunde und mach was, mach eine Seite, und das befriedigt mich, das, ja, das ist so diesen Zwang, was zu machen, wird völlig befriedigt, und ich bin glücklich. Und ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, das so weiterzuführen, dass ich nach und nach wirklich auf vieles verzichten werde. Ich werde ganz viel verbrauchen und nicht wieder nachkaufen, weil ich es nicht brauche. Das fällt mir jetzt schwer, weil ich weiß nicht, was ich mit dem Zeug alles machen soll. Ich müsste jetzt Kunst machen, nur um was zu verbrauchen. Das ist aber auch nicht so mein Ding. Wir werden sehen. Wir werden sehen. You know, I basically want to use stuff up to get rid of it. Won't get it again. But that what I just said is just making art to get rid of stuff. It doesn't feel right to me, so we will see. And my idea behind all this, you know, I'm now in an age where I think a lot of, both Peter and I, we think a lot about retiring. Peter has retired already, of course, but I still have to work. Have to, but at least to get a nice little pension from Switzerland, I need to work another 3 years there, and then I will be in retirement age and could stop working. So, and then we think about how do we want to live in the future, you know. Looking at the moment, but what happens, of course, it has a lot to do with what happens at the moment in the world. And we really think about if it makes sense to have a house, a solid room to live in, you know, space to live in, and collect more and more side again. But that's always the risk, you know. You know, instead of moving into our forever home, we are more and more keen on the idea of having a mobile home. So what's wrong? A boat, for example. Peter always wanted to have a boat. He's a seaman. So if it would be a boat, it depends on what's affordable, you know. So a boat or a mobile home, and that's something we are getting really close to, this idea, and that is something, that's a development that is something that goes hand in hand now with my downsizing my art stuff and everything. Is it a natural process? Is it an organic process? I don't know, actually. But the older I get, the more I know I don't need all that shit. I don't need all this consuming and, you know, going shopping. Oh, the latest t-shirt and here, and designer that. I can't give a shit about it, seriously. And why do I need more than 2 pair of shoes? Why do I need more than 2 pair of trousers and stuff like that? It's a tiring. I'm getting tired about that.
bulk in my cupboard or my wardrobe. No, it's not a bulk anymore. I chucked a lot of stuff away a few years ago already. So yeah, so it's all this. I really get tired of being over flooded with stuff. And so yeah, I really think about finishing my life somehow in a mobile way, you know, that I'm not get stuck in one area. I think it's quite a nice thought. And I will, and the more I think about it, the more attracted I get to it, so both of us. So yeah, and my art will definitely fit into it easily without me having to compromise. And that's such a funny process, isn't it? But I think that has something to do with age, doesn't it? I'm not sure. Might be that there are a lot of people of you think that in the same way, and that it's a youth thing, consuming. Don't know. So, and yeah, that's basically it. Ich habe dann jetzt, wie gesagt, mit der immer nur kaufen und konsumieren, das macht mich so müde. Und ich bin einfach, wie ich gerade schon gesagt hatte, ich glaube, das ist irgendwie so ein Altersding auch, wenn man jung ist. Aber bei mir ist es, je älter ich wurde, desto mehr nervt es mich auch, Zeug zu haben. Auch das, ob das Mode ist. Ich hasse Shoppen. Ich hasse Shoppen generell. Oh, furchtbar. Richtig. Das muss passen. Und diese Anzieherei und Probiererei und so. Mehr als zwei Paar Schuhe, wozu? Mehr als zwei Paar Hosen, wozu? Kannst nur eine tragen. Und wenn du was Vernünftiges kaufst und dann auch noch zeitlos, weil so diese Mode immer so, finde ich grauenvoll. Ich kaufe sowieso meist nur zeitloses Zeug und eine gute Qualität, und dann hält das auch ewig lange. Und deswegen denke ich mir, ja, das wird mein Leben werden. Und dann eben mobil zu sein, Wohnmobil oder Boot, eins von beidem. Da denken wir drüber nach, wirklich. Peter hätte natürlich schon gerne ein Boot, er ist ja ein alter Seebär. Nur muss man dann halt schauen, wie sich das gestaltet in 3 Jahren. Aber ja, eben mobil zu sein, nicht an einer Stelle festzusitzen. Und ja, das ist so das mein Plan oder unser Plan für die Zukunft, so ganz lose erstmal. Ja, und dann passt das natürlich da wo meine Kreativität sich so hinentwickelt, sehr gut. Ich brauche immer weniger Zeug. Und das ist natürlich gut vereinbar mit kleinem Raum. Ich halte jetzt nichts von Tiny Houses, weil das wäre nichts für mich. Klein und nicht mobil, das finde ich jetzt, das wäre jetzt nicht so meins. Und deswegen irgendein tiny mobiles Haus, so ein Wohnmobil. Wohnmobil wäre optimal, denke ich mir. Oder ein Boot, ein Wohnboot. Jetzt kein Hausboot, ich möchte schon mobil sein. Also das fände ich schon wichtig. Ich möchte jetzt nicht um die Welt segeln oder segeln sowieso nicht. Segeln finde ich nicht so, ist nicht meins. Aber eben doch schon die Möglichkeit haben, mal woanders hinzugehen mit oder hinzufahren und eben was anderes zu sehen und vielleicht auch dem Wetter so hinterher. Obwohl ich glaube, das ist nicht mehr nötig in der Zukunft. Das Wetter, das wird uns schon bald einholen. Ja, und deswegen, jetzt zeige ich euch mal noch kurz, was ich so grundsätzlich verändert habe. You know, I will show you something what I have changed in my art, a basic change in my art, and what I'm happy with to work on. So, first of all, what I, yeah, consumed, but it's for the better.
yeah, who I am, who am I lying to, and who am I kidding? But you know, I'm keeping a diary, and what I did was always using this moleskin. Problem with the moleskin, it just has this 1.5 years. So when you buy another one, there's another 1.5 years. So you will definitely never finish one. What I like with them, it's the paper. You know, the paper is fantastic. It's great to write in with fountain pens and stuff. It has a lot of space. But as I said, you will never finish one. And if so, you start weirdly in the other one. And I've done that now for 2 years, and I'm so fed up with it that I will change that. Ich habe jetzt mein ich führe ja Tagebuch, und was ich mache ist, ich habe jetzt immer die Moleskins genommen, die sind 1,5 Jahre. Ist aber blöd, weil du fängst immer irgendwo mittendrin an. Das nervt mich. Ich habe es auch nie voll gekriegt. Ich mache das immer nur jahreweise. Schön an den Dingern ist die Qualität und das Papier. Und da kann man toll mit Füller reinschreiben, das geht nichts durch, und das hat mir immer ganz gut gefallen. Nur die Jahresplaner, die sind nicht ganz so schön. Und jetzt habe ich mich dann entschlossen, von wegen konsumieren, ne? Ja, aber ich habe das jetzt mal gemacht, und das ist ja auch nur eine einmalige Anschaffung, dass ich mir jetzt so ein... Ich werde euch das mal runter... So, wo haben wir es denn? Könnt ihr sehen hier, da bin ich. Und zwar habe ich jetzt hier so das Hobonichi 5-Jahres-Buch. Das geht von 2023 bis 2027. So, das hat jetzt, das ist alles japanisch, aber da muss man sich jetzt nicht dran stören. Das fängt eben jetzt hier, 19.04. ist das. Die haben das gleiche umgedrehte Datum wie die Amerikaner. Also da muss man, aber es ist wurscht. Du hast eben für jeden Tag eine Spalte für 5 Jahre. You know, you have this test page in there. Yeah, I unpack it here. It's all in Japanese, of course, but it really doesn't matter. It's a calendar, a diary, a planner, whatever. It's a self-explaining. So this is a test page, and I use my fountain pens for writing in it, and that was for me important to have something I can use my inks without stuff bleed through, and that's what the Hobonichi should do. That's what they say, that the paper is very thin but takes all sorts of ink. Of course, I have it tested now on this test page with most of my inks. You know, you have wetter inks, you have drier inks, you have darkest and lighter. So they all have, and the nib size makes a difference, of course. So that's what I use here, and even use my magnifying glass to have a look if it feathers out, if it bleeds out, and so on. Ich habe jetzt hier, das habe ich ausgepackt, ihr habt das ja gesehen, das steht alles in Japanisch drin, natürlich sind die Daten da auch in unseren Zahlen, das ist also nicht das Problem. Das, worum es mir ging, war einfach auch die Qualität des Papiers. Ich benutze ausschließlich Füller, und da ist es natürlich für mich wichtig, ist das Papier, nimmt das Papier die Tinte, ohne dass es durchblutet oder verwischt, oder weil das Papier extrem dünn ist. Das ist natürlich wichtig, dann zu sehen, was bringt es mir, wenn ich ja drauf schreibe und das blutet alles durch, und ja, ich kann es dann im Prinzip nur einseitig benutzen. Und deswegen probiere ich hier alle meine Inks aus. Es gibt ganz, ganz feuchte Inks, ganz dunkle, ganz helle, leichte. Und dann hat es natürlich auch noch was mit der Federstärke zu tun. Je breiter die Feder ist, desto mehr Tinte fließt natürlich auf das Papier. Das ist noch wichtig.
Habe jetzt hier mit meiner Lupe auch genau geschaut, federt das aus, blutet das durch, und das tut es nicht. Wie lange dauert es, bis es trocknet auf dem Papier? Du hast natürlich Tinte, die länger dauert zu trocknen, wenn sie sehr, sehr feucht ist. Und eben andere, die trocknet schneller. Und darum fand ich jetzt dieses Testpapier da drin sehr, sehr hilfreich. Ich wollte mir natürlich da nicht Ding versauen, indem ich irgendwas ausprobiere. Aber ich habe so meine wichtigsten Tinten und auch vor allem die dunkelsten, die feuchtesten so benutzt. Und auch der hier, das ist so ein Endgegner, das ist ein ganz schwerer, eine ganz feuchte Feder mit einem Ultramarin. Ultramarin ist extrem permanent, penetrant als Farbe. Das geht überall durch. You know, that is a real year. The last one was an ultramarine with this really, really heavy feather and it worked absolutely fine. So, I'm absolutely impressed by this paper and I'm not disappointed that I've bought it. So. Und das finde ich ideal, weil in meinem Tagebuch schreibe ich ja auch nicht so ausführlich. Ich halte mein Tagebuch jetzt im Moment genauso. Da kommen die ganzen Stichwörter rein, die ganzen Ereignisse, alles, was so geschehen ist. Und dann schreibe ich ein Tagebuch. Mein Tagebuch sieht jetzt nicht so aus, dass ich sage, Mittwoch, der 9. sowieso, das ist passiert. Nein, meine Tagebücher sind, das sind so kleine Reisen durch Gefühle, durch was hat mich beeindruckt in der Zeit. Und ich beschreibe da auch nicht, wie hier jetzt in meinem täglichen Ding, wann ich aufgestanden bin, wie die Temperatur war und so weiter. Das kommt dann natürlich nicht. Aber das ist mein tägliches Tagebuch. Das ist für mich eben die Erinnerung. Da hangle ich mich so dran entlang, wenn ich mein Tagebuch gestalte, das künstlerisch gestaltet wird. So. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit dem Hobonichi zu arbeiten. Ein 5-Jahres-Plan. Da habe ich dann meine kleinen Stichwörter drin. Auf der einen Seite habe ich noch ein bisschen mehr Platz für Notizen und werde dann nur noch das benutzen. Das wird die eine Änderung sein. Und dann habe ich hier, das ist im Prinzip im Moment alles, was ich brauche zum Arbeiten. Ich muss das nochmal vernünftig hier so aufstellen. So. Und zwar, das ist jetzt einfach nur so ein Ledereinband. Ich muss euch mal wieder ein bisschen hochholen. So, so ein Ledereinband. Das hat innen dann auch so ein paar Lederstrapse hier. Lederstrapse, ja. So, diese Gummis für die Journale, um die zu halten. So, I just wanted to say the diary here. Did I say that already in English? I can't remember. Keep in my diary, I said that. And the Hobonichi I use now for this little entries every day and then my main journaling I do out of this information, the daily information. So, but this here is my main travel whatever / daily notebook or art notebook, whatever you call it. And I have everything in here what I need. Here, this, for example, is a small one where I can sit down for 5 minutes and work. I have little journals I made. And as I said before, to get this urge out to do some art, and I quite like to do that. And the smaller, the quicker. So,
was. Wie gesagt, das ist zum Beispiel einer der Journals, die ich hier drin habe, so ein kleines, wo ich dann wirklich ganz schnell meine Seite machen kann, die mich dann extrem befriedigt und wo ich Spaß dran habe, aber das dauert nicht lange, da muss ich mich jetzt nicht stundenlang mit hinsetzen und habe trotzdem was getan, was meine Kreativität gefüttert hat. So, dann habe ich hier, damit will ich anfangen, das ist, da habe ich jetzt noch nichts drin. Das ist ein Moleskin mit den sehr festen Seiten. Da habe ich früher ganz am Anfang ganz viel Art Journaling gemacht. Und das sind sehr, sehr schwere Seiten. Da kann man schon ganz viel mitmachen. Kann man auch ein bisschen Gesso draufpacken. Aber man kann halt dann auch, wenn man die primed, ein bisschen mit Wasser, mit Aquarellfarbe arbeiten und so weiter. Und das möchte ich halt auch wieder anfangen. Habe bis jetzt aber hier noch nicht damit gearbeitet. Das kommt dann im Laufe. Das habe ich jetzt auch erst wieder neu nachgekauft. Das andere war voll. Aber das ist eins der Bücher. Dann habe ich hier mein, das ist mein Gedichte-Journal. Da habe ich schon ein paar Sachen von gezeigt. Und zwar kommen da meine Journals, das war es jetzt nicht, aber hier hatte ich das erste Gedicht und das hat mich dann noch inspiriert. Da habe ich mir gedacht, das mache ich mal so weiter. Und werde hier meine Lieblingsgedichte nicht vertonen, aber verjournalingen. You know, that first one here I showed, the moleskin, that is that one with the heavy pages, heavy paper, and I worked in the past on them. You can use all sorts of media on it. Bit of gesso on top, and it will take a lot. But of course it is in this traveler journal. I don't want to have it too bulky, but a bit of watercolor ground, and you can even work with watercolor in here. A lot of drawing might be, I don't know yet, we will see. I just started it, or haven't started it yet. It's new, finished my old one. So, and that is my poem one. I started at some stage with this poem, and then I thought, oh, I really would like to have all my favorite poems in here. So, even though that's from me, that's my poem here, but I quite liked the idea. So, oh, that's this upside down from the boys thing. I showed that already, so that will come up, I think, at some stage. One of my favorite poems, and this one as well, Rilke. And so, stuff like that, you know, that is my poem journal. And next one is stuff I came across, you know, words and sentiments I quite like, ideas and all this useful stuff. So very much when I, a note, just a note. Ich habe dann hier noch, wo ich so Notizen mache, was mir gefällt, wenn ich so Aussprüche finde oder was auch immer. Und dann das hier, das ist mein Ideenbuch. Das zeige ich jetzt nicht, da sind so ein paar Ideen von mir. Also wenn mir irgendwas einfällt, this is a book, it's full with ideas. When I get an idea for a page or for a card or for whatever, I put it in here, draw a bit in there. So I'm not showing that because of, you can imagine why not. And this is another journal. This was actually, I worked in there quite a lot, and you saw already some pages, but I used it as a notebook at work, and when it's just written in with fountain pen or with ball pen. So when that was full, I thought, why should I chuck that out? It is a good journal, that's a Leuchtturm,
and it would be a shame. So what I did is I just glued stuff on top to cover up the information in there. And that's easily done with all sorts of material, and then you can work on top, even put more on top and then cover it up. That's what I do at the moment. It has a nice format, I quite like it. I think, or did I show already? I don't know. I have some many pages in advance on my channel at the moment. I don't know. I showed that one. I think you saw that one already. So, yeah, that's what I do with this one. Recycle my journal. Ich habe jetzt hier das Buch ist, das Notebook hier, das habe ich auf der Arbeit benutzt, im Büro, beschrieben mit Füller oder Kugelschreiber, eben Notizen. Und als das dann voll war, habe ich mir gedacht, warum soll ich das wegschmeißen? Ist ja eigentlich eine Schande. Aber da sind halt auch Informationen drauf, die müsste ich jetzt schreddern. Aber dann habe ich mir überlegt, warum nicht alles überkleben und dann drauf arbeiten. Und das mache ich hier. Hier ist dann schon mal was verklebt. Das ist noch eine freie Seite. Und die habt ihr schon gesehen hier. Das weiß ich. Die habe ich schon gezeigt. Aber ich habe natürlich vieles, was ich habe in meinem YouTube-Kanal schon ganz viele Videos in vorbereitet. Also deswegen gibt es schon einige Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt. So, das habe ich dann auch hier drin. So, da arbeite ich drin. Ich arbeite hier in meinem Gedichteband, journal damit. Also so wie hier eben das Thema oder ja, hier mit der Hitze. Da war es so brüllend heiß im Sommer. Mit meinem eigenen Gedicht. Ja, oder dann hier das verkehrt rum, das habt ihr schon gesehen. So, das kommt noch, einer meiner absoluten Lieblingsgedichte von der Selma Meerbaum-Eisinger. Darüber werde ich noch reden. Das ist eine wunderbare junge Frau, leider nicht sehr alt geworden, mit wunderbaren Gedichten. Oder hier Rilke, auch einer meiner liebsten Dichter. So, aber das kommt dann hier rein. Und eben, wie gesagt, die ganzen Ideenbücher. Das habe ich jetzt alles hier drin. Auch das Kleine. Ein Füller habe ich dann hier noch für alle Fälle. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist alles. Mehr braucht's nicht. Das ist unglaublich, oder? Und natürlich werdet ihr auch weiterhin meine Videos sehen. Nicht viel anders. Werdet sie machen wie bisher, in Deutsch und in Englisch. Journaling-Seiten. Ich werde zeichnen, ich werde malen. Und ja, nur eben in einer Journal-Art und Weise. Klar, Karten mache ich weiterhin. All das wird sich nicht ändern. Aber im Ganzen, Großen und Ganzen, werde ich mich verkleinern. Also verkleinern in einer Art und Weise, dass ich einfach, ja, wesentlich reduzierter Dinge benutze, wesentlich reduzierter mit Dingen umgehe auch. Das ist ja auch eine andere Seite, ob ich verschwenderisch oder eben großzügig mit Sachen umgehe. Aber, wie gesagt, das wird euch hier erwarten. Ihr könnt den Weg mit mir gerne mitgehen, würde ich mich freuen. Aber wenn euch das nicht gefällt, kann ich auch verstehen. Kein Problem. Und, ja, so, you know, that is definitely the way I will go. And downsizing, you know, downsizing, Andrea, downsizing. No, that was a film downsized or downsized something, and not myself, but the way I'm working, the way I will, the way I'm living my artistic life.
And of course, I will show my videos. You will see journal pages. I still will make cards. My little sketch fountain pen sketchbook. You will still see, of course, but all the change you saw me doing, that will definitely be the new me. The downsize in art and supply, Andrea. So that's a better word to say. And of course, I would like you to come with me this way. If you like, you're more than welcome. If you don't like it, so can't help you. But it was nice with you. So, but that's it. And I, just say thanks a lot that you watched through the video. And again, I hope I will see you very soon with my next project. And I wish you all the best. Stay all healthy and never forget to be creative. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr durchgehalten habt und mir zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich hoffe, ich sehe euch alle bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Vor allen Dingen bleibt alle gesund. Und wie immer, vergesst niemals, kreativ zu sein. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi. Und aus jetzt.